Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge from Mein Klon 2. Dem Test Let's Play für unseren Test-Server zum Testen des eigentlichen Servers, der dann irgendwann mal online kommt oder irgendwie so. Was? Oh, ich hab grad. Wow. Nein, 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 nein. Ich wollte den Client starten. Da ist das Problem, wenn der Host und der Client auf dem gleichen Rechner laufen. Lalalala, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Digga, was ist los mit mir, Amanakolm? Ich bin ja gerade komplett verwirrt. So, das brauche ich. Dankeschön. Vollbild. Und Login. So, OBS. Find das Fenster. Ah, sehr gut. Okay. So, wir wollten da oben Eisen abbauen. Komm, schaffst du schon. Stell dir mal nicht so an. Ach, die Fackeln platziert man aber immer im Weg, ne? Das war sehr intelligent. Ich wollte eigentlich da hoch. Oh, schon wieder. Sag mal. Danke. Reichen. Danke. Juhu, wo geht's hier hinten lang? Achso, da waren wir schon. Und da hinten waren wir auch schon. Was wir aber gucken wollten, ist, wir hatten hier irgendwo ein Dungeon gehört. Also, Ohren aufgespitzt. Ach, da ist er ja. Lol. Ich habe doch gerade irgendwo Lapis Lazuli gesehen. Wo war? Ach, da. Schon wieder Skelette, ich glaub's ja nicht. Ernsthaft? Aber ist natürlich die Frage, wo das Lapis Lazuli ist. Bin ich jetzt da drüber oder drunter? Können die mal hier verschwinden? Ach, da hinten ist es. Gut, da muss er noch ein bisschen hoch. Nicht schießen. Oh, ich bin voll. Warum denn diese? Was ist das denn? Kalzite. Nee. Wie wird das geschrieben? Ist doch richtig geschrieben. Kann man damit gar nichts machen, oder was? Warum schießen die nicht auf mich?
Wir machen das mal lieber so rum. Kann ich nämlich hier durch angreifen. So. Oh, ein Taler. Okay, wir können keine Pfeile aufsammeln, keine Dicksterums da. Das ist ja traurig. So, was haben wir hier? Melonsamen brauchen wir alles nicht. Stöcker nehme ich auf jeden Fall mal mit, dich auch. Ja. Oh, so viele gute Sachen. Du, weg damit. Was? Achso, jetzt nehmen wir erstmal ganzen Pfeile hier mit, ne? Guck mal, da unten ist noch mehr Eisen. Was soll ich noch wegwerfen? Dich. Okay, dich. Aber was nehme ich denn hier noch alles auf? Achso, weil ich nicht stacken kann. Oh, leck mich doch. So. Perfekt. Alter, wie schnell die nachspawnen. So, da bräuchte man bloß noch einen Bogen, ne? Da können wir die ganzen Pfeile verwenden. 20 Stück haben wir immerhin schon. Was brauche ich am wenigsten? Ja, am wenigsten brauche ich... Achso, ich habe schon einen Bogen. Ah... Das macht die Sache wesentlich einfacher. Okay. Gut. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal wieder Kehrtmarsch und gehen nach Hause. So, jetzt nur die Frage, wo kommen wir nach Hause? Dann durch diese ganzen Lichtdinger, die hier überall sind. Aber ja, doch, da geht's raus. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch den Weg nach Hause finden. Hier war Sand. Interessant. Okay, da war die große Fläche. Das heißt, wir kamen von da. Oh Mann, Alter. So. Raus aus dem Wasser, ey. Sehr schlimm. So, wir müssen den Berg mit der großen Schneide finden. Das müsste der hier sein. Und zwar da hinten. Da müsste die große Schneide sein. Das heißt, wir müssen in die Richtung, um nach Hause zu kommen. Wir gehen mal da dran vorbei.
Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Die fliegt ein Stein, lol. Genau. Da oben ist diese Schneide. Die ein Loch drin hat, warum auch immer. Okay. Verstehe ich voll. Sehr interessant. So. Ist ja, müsste hier auch irgendwo unser Boot sein, ne? Wobei, ne, hier ist nur ein See. Ja. Und wir laden natürlich direkt wieder durchs Wasser. Was? Da ist was. Da ist ein fucking Haus. The fuck? Oha. Will ich dahin? Da ist ein fucking Haus. Guckt euch das an. Oha, hier ist ein, ach, hier ist ein Dorf. Nee, ist kein Dorf, ist nur ein Haus. Doch, ist ein Dorf. Aber gab schon ein kleines Dorf. Gerade was für Häuser. Oder so. Lol. Ah, hallo, Bücher. Gibt's hier Content? Hallo? Content-ID? Nö, gar nichts. Okay, let's go raus. Ich hack da raus. So, hier ist noch ein Haus. Leider keine Schmiede. Schade eigentlich. Weil das sind immer die interessantesten Dinger. Hier gibt es nicht mal Dorfbewohner. Okay. So, das müsste der Fluss sein, der zu uns wieder nach Hause führt. Das heißt, ich müsste mir hier irgendwo ein Boot bauen. Ungefähr so und so. Und wir haben kein Holz mehr. So. Bisschen Metallplatz sparen hier. So, wenn ich jetzt an dem Berg dran vorbeischwimme, wo geht's denn? Da, wenn wir da lang schwimmen, müssten wir wieder in diese Bucht kommen, wo wir waren. In diese Schlucht. Ach nee, hier ist das, wo wir angelegt haben. Da müsste hier doch eigentlich unser. Ach, da ist sie auch gerade gespawnt. Gut, dann haben wir das Boot also gerade umsonst gebaut. Sehr geil. Hier sind wir nämlich an Land gegangen. Von da hat man nämlich diese Spitze da gesehen. Da, die Spitze. Oder voll erstmal dagegen. Geil. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier dem Ufer folgen, also dem Wasser hier an dem Berg vorbei folgen, müssten wir wieder Richtung unseres Hauses kommen. So die Theorie. Genau das hier ist nämlich die Schlucht. Also der Wasserweg zu dieser großen Schluchtkonstruktion. Da geht es auch lang. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ja, hier ist die große Schluchtkonstruktion. Okay. Da war da noch eine kleinere Wasserstraße zwischendurch. Egal, unser Haus müsste da irgendwo sein.
Das heißt, wir machen hier mal Kehrtmarsch. Ist nämlich das hier, wo wir da oben runtergekommen sind, wo wir runtergefallen sind. Oder runtergesprungen sind oder was auch immer. Wir müssen also hier an dem Berg auch noch dran vorbei. So, geht's da durch? Da geht's nicht durch. Schade eigentlich. Dann einmal schön gekonnt dran vorbei. Drumherum. So, und jetzt müssten wir an der Küste lang schwimmenderweise früher oder später auf unser Haus kommen. Oder? Wow. Entschuldigung. Zumindest da, wo wir uns erstmal niedergelassen haben. Wirklich ein Haus steht da ja noch nicht. Genau, da ist schon mal die Leiche, wo wir das Ding abgebaut haben. Wir sind also gleich da. Ja, das sind schon die beiden Pfosten, Alter. Ist ja gut jetzt hier. So, ist ja gut. Hä? Und das Schiff ist gar nicht mehr da. Ist es despawned? Ach ja, ich hatte ja ein Clear Objekt gemacht, ne? Gut, weißt du, warte, dann werde ich dich sicher mal sicher selber mit hier. Und speise dich gleich mal rein. Okay, wir haben eine Schallplatte, die wir nicht brauchen. Wir haben Gold, wir haben goldene Äpfel. Wir haben Dings gedürzt, wir haben Redstone, wir haben... Haufenweise Scheiße, die Kiste ist so klein. Okay, wir hatten noch Stein, ne? Genau. Und wir hatten noch mehr Stein. Und wir können gleich mal den nächsten Stein reinwerfen. 8 Kohle passt genau. So, mit dem Stein können wir nämlich jetzt erstmal hier ungefähr so. So, wir hatten hier, wir hatten da. Das Haus sollte ein bisschen größer werden. Das heißt, ich mache das Haus mal. Ja, so bis hier. So, mal ganz kurz gucken. Keine Ahnung, wie hoch das Ding da ist. Okay, das heißt jetzt noch 2 Steine. So. Die Bäume hier müssen weg. Habe ich keine Axt? Nö. Dann bauen wir uns mal schnell eine Axt. Da brauchen wir Eisen. Achso, habe ich noch? Und einen Stock habe ich auch noch. Okay. Bram. Bram. Sehr schön. Du kannst bei mir mal weg hier. Was haben wir eigentlich gerade so nahrungstechnisch? Achso, wir haben noch gar nicht die Saat wieder eingepflanzt, ne? Ach, da haben wir auch noch dabei. Wir brauchen definitiv mehr Kisten. Tada, alles voll. So muss das sein. Tomaten, Kartoffeln und Karotten haben wir leider immer noch nicht. Da müssen wir, wie gesagt, erstmal einen Zombie-Spawner finden. Und schon geht das Bäume abholzen auch viel schneller. Yay! Achso, den hätte ich gar nicht abbauen müssen. Denn unser Haus geht nur bis hier. Bis hier. So. Da. Eins, zwei. Okay.
So, die Grundpfeiler stehen schon mal. Jetzt würde ich gerne überlegen, wie ich das architektonisch am besten gestalte. Zum Beispiel so. So, das sind die Anker. Wir brauchen halt noch viel mehr Holz, ne? In der Folge gebe ich ein bisschen auf den Sack. Ich glaube, das mache ich zu. Und zwar jetzt direkt sofort. Genau deswegen nehme ich. Oh, Alter. Hallo, ich würde gerne hoch, nicht runter. Ich habe Gold gesehen. Gibt es hier jetzt was Schönes hier unten, wenn wir schon mal hier unten sind? Da unten ist Lava. Okay, interessiert keine Sau. Jetzt noch ein bisschen mehr Gold. Ich weiß ja nicht, ob wir das Gold für irgendwas jemals gebrauchen können. Wir haben keine Fackel dabei, ne? Doch, haben wir. So, hier schon mal gar nichts, auch so ein bisschen Eisen. Da gehen wir mal Richtung Lava. Und außer Redstone ist hier auch nichts. Okay, ab wieder hoch. Ah, ja. Ich hasse dich. Oh, Leute, was ist denn los hier? Verfluchte Schikane. So ein Drecksgame. So, zu jetzt hier. Hält der im Kopf nicht aus. Unsere gesamte Erde weg. Haben wir Erde? Nee. Wow. Zum Gotzen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Erde. Egal, lassen wir es mal so. Ist so besser als auf jeden Fall davor. Was? Egal. So, wir brauchen noch mal Holz. Was ich übrigens auch noch nicht weiß, ist jetzt mit den ganzen verschiedenen Gelddingern. Ich habe ja zum einen habe ich hier diese Coins, die man bekommt, wenn man Sachen abbaut. Dann, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich die Mod hier überhaupt aktiv habe. Weil ich habe ja auch noch diese ATM-Mod bei den Mytest Game-basierten Servern. Aber hier bei Micron habe ich das, glaube ich, nicht aktiv. Genau, hier gibt es keine ATM. Okay. Nicht, dass wir jetzt hier auf einmal viele verschiedene Währungen haben, die parallel zueinander existieren. Also wäre nicht so geil. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz und die Holzbalken, die würde ich nämlich gerne hier so drauflegen, dass das quasi unser Grundgerüst ist und die quasi auf diesen Ankern hier ruhen.
Ne? Das war ja sehr intelligent. Ich hasse mein Leben. Ja, damit. So. Ich will sterben. Ja. Definitiv. Diese Kanten hier immer. So, jetzt haben wir nämlich hier so einen schönen Holzrahmen und in dem können wir jetzt einen Holzboden einsetzen. Und dann haben wir quasi den Boden für unsere erste Etage. Also für unser Grund. Haben wir noch Holz? Wir haben. Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. So, wir brauchen definitiv mehr Kisten. Deswegen ganz wichtig, dass die erste Etage langsam mal fertig wird, damit wir da mal ein paar Kisten aufstellen können. Hey. Oh. So, wo war denn? Achso. Da. Nee, brauchen wir gar nicht. Das können wir direkt so machen. Warum funktioniert Shift-Klick nicht? Das ist so deprimierend. Überall sind hier verfluchte Kanten, Alter. Dieses Spiel hat was gegen mich. Ich glaube, bei für ein Test-Let's Play gebe ich mir sowieso viel zu viel Mühe. Denn das Haus wird es hier vielleicht noch irgendwie, weiß nicht, ein paar Folgen geben. Und dann wird hoffentlich irgendwann mal mein richtiger Server aktiv sein. So, Treppe mache ich erstmal nur provisorischen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich die designen möchte. So, und das hier ist unsere erste, ne, die erste Etage quasi. Und dann kommen hier immer weitere Anker drauf, womit wir dann irgendwann so 200.000 Etagen sind. Für alle, die denken, das ist übertrieben, ihr habt keine Ahnung von Hochhäusern. Jürgen, das soll es mit der Folge erstmal gewesen sein und dann mal gucken, ob überhaupt noch weitere Folgen kommen auf dem Testserver. Weil die Tests, ne, abgesehen davon, dass keine Tiere spawnen, aus den bekannten Gründen, scheint das einfach so zu laufen. Das heißt, das sollte es eigentlich mit dem Testlauf gewesen sein. Alles andere funktioniert wunderbar. Sehr geil. Ja. Das heißt. Gut, das wahrscheinlich eben das nächste, was kommt, ist dann wahrscheinlich sowieso. Mal gucken, vielleicht werde ich noch ein paar Folgen aufnehmen. Einfach damit wir hier mal noch ein bisschen was bauen können oder so. Gut. Ein paar Folgen werde ich vielleicht noch aufnehmen. So, auf jeden Fall für die Folge erstmal Feierabend und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, was auch immer, wann auch immer kommt. Dann wieder. Bis dann.